Hey YouTube, Tarsot Commander hier mit einer neuen Folge 100 Kills. Diesmal geht es um die CZ3A1 Maschinenpistole, die in der Realität als Scorpion Evo 3A1 bekannt ist. Sie ist eine sehr moderne Maschinenpistole, die in Tschechien hergestellt wird und von einer ganzen Reihe von Staaten benutzt wird. Neben Tschechien auch Ägypten, Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Serbien, Thailand und Bolivien. Und was interessant ist, dass sie eben nicht von den Armeen genutzt wird, sondern als Waffe von verschiedenen Polizeieinheiten und Spezialeinheiten der Polizei. Was auch noch ganz interessant ist, ist, dass die Waffe in der Realität laut Wikipedia eine Feuerrate von 1150 Schuss pro Minute hat. Also noch deutlich mehr als die ohnehin schon brutalen 1000 Schuss pro Minute, die sie in Battlefield 4 hat. Das ist auch eine gute Überleitung zur CZ3A1 in Battlefield 4. Dort ist die CZ3A1 die vorletzte Maschinenpistole, die ihr auf normalem Weg freischaltet, also indem ihr einfach Punkte mit den Maschinenpistolen macht. Und was die Stats betrifft, gibt es erstmal nichts großartig Besonderes. Die CZ3A1 verschießt das 9x19mm Parabellum-Kaliber und macht damit einen Maximalschaden von 24 und einen minimalen Schaden von 12,1. Der Drop-Off beginnt bei 8 Metern und endet bei 55 Metern. Also alles nicht ungewöhnlich für Maschinenpistolen. Die Feuerrate ist dann schon etwas interessanter, denn wie eben schon angesprochen, liegt sie bei 1000 Schuss pro Minute, was gemeinsam mit der FAMAS die höchste Feuerrate im Spiel ist. Die Mündungsgeschwindigkeit beträgt 370 Meter pro Sekunde, wenn ihr keinen Schalldämpfer drauf habt. Wenn ihr einen Schalldämpfer drauf habt, sind es 280 Meter pro Sekunde. Die Magazingröße liegt bei 30 Schuss. Die Nachladezeit ist relativ gut, mit lediglich 1,9 Sekunden, wenn ihr noch eine Kugel im Lauf habt. Habt ihr das ganze Magazin leer geschossen, beträgt sie 2,4 Sekunden. Weniger gut ist der Rückstoß, denn der ist brutal hoch mit 0,4 Grad nach oben. Einigermaßen akzeptable 0,3 Grad nach links, aber dann geschlagenen 0,55 Grad nach rechts. Das in Kombination mit einem Multiplikator auf den ersten Schuss von 3,3 macht die Waffe extrem schwer zu kontrollieren und limitiert sie wirklich zum Einsatz auf kurze Entfernung. Die Streuung nimmt mit jedem Schuss um 0,13 Grad zu und sie beginnt, wenn ihr stillsteht und übers Visier zielt, bei 0,4 Grad. Nicht besonders glorreich, aber was demgegenüber ziemlich gut ist, ist die Genauigkeit in Bewegung, wenn ihr übers Visier zielt, nämlich mit 0,6 Grad eine sehr geringe Streuung. Aus der Hüfte liegt sie bei 1 Grad, wenn ihr in Bewegung seid, steigt sie auch lediglich auf 1,5 Grad an, beziehungsweise sogar nur 1,25 Grad, wenn ihr kriecht oder euch gebückt fortbewegt. Kommen wir nun aber zu den Zubehörteilen, die ihr während der ersten 100 Kills mit der CZ3A1 freischaltet. Da hätten wir zunächst das Cobra Rotpunktvisier, gefolgt vom Laservisier, dem ergonomischen Griff, dem Kompensator, dem PKA 3,4-fach-Visier, der Lampe, dem angewinkelten Griff, der Mündungsbremse, dem PKAS Holovisier und dem Kurzgriff. Welche dieser Zubehörteile sind nun aber nützlich für die CZ3A1 und welche eher weniger? Wir beginnen wie immer beim Visierslot und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich diesmal komplett auf die offene Visierung verzichtet, da ich schon von Anfang an das HD33 Holovisier hatte. Ich habe dann später zum Cobra Rotpunktvisier gewechselt, das man ja freischaltet und das ich euch auch empfehlen würde. Und noch später, aus Gründen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, wieder auf das HD33-Visier zurückgewechselt. Aber in jedem Fall ist der entscheidende Punkt, ein Rotpunktvisier ist besser als die offene Visierung. Was anderes braucht ihr für diese Waffe eigentlich auch nicht. Das PKAS-Holovisier kann natürlich in dem Sinn jetzt auch nicht schaden. Aber ich denke, das PKA-3,4-fach-Visier ist für diese Waffe schlicht und einfach überdimensioniert. Sie ist so extrem ungenau auf große Entfernungen und macht da auch praktisch keinen Schaden, also das ist wirklich ziemlich witzlos. Also direkt weiter zum Zubehörslot, da kriegt ihr Laservisier und Lampe und das sind natürlich prinzipiell beides Optionen. Als allererstes gilt wie immer, wenn es auf Entfernung zugeht, was mit dieser Waffe ja kaum passieren dürfte, dann die Dinger ausschalten, um nicht die Position zu verraten, aber ansonsten gibt es sich relativ wenig. Die Waffe ist ziemlich gut aus der Hüfte und ihr könnt das mit dem Laservisier noch weiter verbessern. Dafür hat die Lampe vielleicht den Vorteil, dass ihr den Gegner etwas mehr blendet und damit etwas Zeit gewinnt, um zum Beispiel schnell übers Visier zu zielen oder so. Also im Endeffekt auch wirklich Geschmackssache.
Was das Laufzubehör betrifft, ist das Ganze dann etwas anders. Wie ihr gesehen habt, habe ich eigentlich praktisch die komplette Zeit den Schalldämpfer benutzt, weil das einfach unheimlich praktisch für diese Waffe ist. Eigentlich schaltet ihr den aber erst für 110 Kills frei. Ich habe ebenfalls hier auch einen gehabt, der eben aus einem Battlepack kam. Tatsächlich habe ich schon alle Battlepack-Schalldämpfer freigeschaltet, aber noch nicht den PBS-4, den man dann für 110 Kills kriegen würde. Das wäre also auch das, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr schon einen Schalldämpfer aus dem Battlepack habt. Ansonsten Mündungsbremse oder Kompensator. Beides möglich bei dieser Waffe. Ich denke, diesen Genauigkeitsverlust kann man gut verkraften, da es sich ohnehin nicht lohnt, die Waffe auf größere Entfernungen einzusetzen, wo das was ausmachen würde. Und damit ist es dann letztlich Geschmackssache. Ich glaube, ich würde da zum Kompensator tendieren, einfach weil der Rückstoß nach links und rechts in beide Richtungen ziemlich hoch ist und gar nicht zu managen ist. Wohingegen der Rückstoß nach oben zwar auch kräftig ist, aber den kann man eben kontern. Wenn ihr aber damit Probleme habt, bietet sich natürlich auch die Mündungsbremse an. Was das Unterlaufzubehör betrifft, ist die Sache, denke ich, relativ klar. Da bringt der ergonomische Griff bei dieser Waffe, glaube ich, ganz klar am meisten. Denn die anderen sind ja eher für größere Entfernungen, also eine Reduktion der Streuung von automatischem Feuer beziehungsweise des brutalen Multiplikators auf den ersten Schuss. Lohnt sich eben eher, wenn man ziemlich genau schießen will, wenn man den Gegner nur klein im Fadenkreuz hat. Wenn er formatfüllend vor einem steht, was beim Umgang mit dieser Waffe das Ziel sein sollte, dann bringen diese beiden Zubehörteile nicht so viel, sondern der ergonomische Griff schlägt sich besser, einfach weil er die Genauigkeit aus Bewegung und aus der Hüfte noch verbessert. Und das macht diese Waffe einfach brutal im Nahkampf. Das ist sie ohnehin schon und wenn ihr das noch draufschraubt, dann ist sie wirklich ziemlich unschlagbar in dieser Disziplin. Mein Setup-Vorschlag wäre also, wenn man eben die Battlepack-Items aus der Gleichung rausnimmt, als Visier das Cobra-Rotpunkt-Visier, dazu das Laser-Visier, auf den Lauf den Kompensator und unter den Lauf den ergonomischen Griff. Damit habt ihr so ziemlich die brutalste Nahkampfwaffe, die man kriegen kann, wenn man vielleicht mit Schrotflinten, die mit einem Schuss killen, mal absieht. Im großen Patch am 30. September des letzten Jahres wurde die CZ3A1 eigentlich quasi gar nicht angetastet. Sie hat natürlich schon ein paar Änderungen erhalten, aber das sind die Änderungen, die eigentlich alle Waffen bzw. alle Waffen der entsprechenden Kategorie erhalten haben. Nämlich eine Verringerung des Maximalschadens von 25 auf 24, wie das alle Waffen mit diesem Schadensmodell gekriegt haben. Und eine Erhöhung der Mündungsgeschwindigkeit mit Schalldämpfer, die ja, glaube ich, so ziemlich alle Waffen bekommen haben. Und daneben dann eben noch eine Verbesserung der Genauigkeit beim Zielen übers Visier in Bewegung, was eben gezielt die Maschinenpistolen gekriegt haben, einfach damit sie im Nahkampf sich deutlicher von schnellfeuernden Karabinern und so etwas absetzen. Da waren es eben vorher 0,8 Grad, jetzt ist die Streuung nur noch 0,6 Grad. Aber es ist ja auch nicht so, dass diese Waffe einen Buff gebraucht hätte. In ihrem Metier ist sie, wie gesagt, ziemlich unschlagbar. Kommen wir damit noch zu einem kurzen Vergleich mit den anderen Maschinenpistolen. Da gibt es eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, denn wie eben gesagt, in ihrem Metier ist die CZ3A1 unschlagbar. Mit dieser brutalen Feuerrate teilt sie einfach im Nahkampf extrem stark aus und der brutale Rückstoß sorgt eben dafür, dass sie auch nur im Nahkampf so austeilt, weil es einfach auf größere Entfernungen, und größere Entfernungen heißt jetzt dabei schon ab 20 Meter oder sowas, schwierig wird, den Gegner mit aufeinanderfolgenden Schüssen zu treffen. Hinzu kommt noch, dass der Multiplikator auf den ersten Schuss und die Streuungszunahme pro Schuss quasi einmalig hoch sind. Der Multiplikator wird von der AS Valve, ja allerdings ein deutlich höheres Schadensmodell hat, sogar noch leicht übertroffen. Die hat 3,5-fach gegenüber den 3,3 der CZ3A1. Bei der Streuungszunahme pro Schuss liegen die beiden Waffen mit 0,13 Grad gleich auf. Und die CZ3A1 hat eben auch sonst die relevanten Sachen, die man für eine starke Nahkampfwaffe braucht. Was ja zum Beispiel ganz häufig ist, ist bei Bullpup-Waffen, die verdammt gut aus der Hüfte sind und sehr hohe Feuerraten haben, dass die eben dann mit so extrem langen Nachladezeiten daherkommen. Das beste Beispiel ist wohl die FAMAS, was ja ein ziemliches Hindernis im Nahkampf ist. Und da schlägt sich die CZ3A1 eben auch hervorragend mit lediglich 1,9 Sekunden für den kurzen Reload. Da reicht es mal eben kurz hinter einen Container zu treten, schnell neues Magazin rein, wieder raus und die Gegner wieder mit 1000 Schuss Feuerrate mit Kugeln eindecken. Also für diesen Einsatzbereich ist die Waffe einfach hervorragend und sucht, denke ich, auch unter den Maschinenpistolen ihresgleichen. Die einzige, die wirklich noch schneller killt, wäre eben die eben schon angesprochene AS Val.
Die hat allerdings nur dieses winzig kleine 21-Schuss-Magazin, was auch ein ziemliches Handicap ist. Die CZ3A1 hat ja mit ihren 30-Schuss sogar einen Vorteil gegenüber den 25, die FAMAS zu bieten hat. Also wirklich über alle Maßen erhaben, sage ich mal, solange ihr halt nicht versucht, damit auf größere Entfernungen zu schießen. Da noch etwas Zeit ist, möchte ich an dieser Stelle dann auch gerade nochmal wiederholen, wie man das eben mit Maschinenpistolen macht. Denn in Battlefield 4 gibt es ja schon eine Tendenz, eher Waffen für größere Entfernungen auszuwählen oder eben Allround-Waffen, die sich auf verschiedene Entfernungen gut schlagen, weil die Maps eben so weitläufig sind. Aber wenn man genauer guckt, findet man doch fast immer Möglichkeiten, hinter irgendwelchen Steinen oder Kisten oder sonst was rumzulaufen, sodass eben der Gegner, der vielleicht eine Waffe hat, die auf größere Entfernungen stärker ist, keine vernünftige Schusslinie zustande kriegt. Und ihr könnt das benutzen, um näher an ihn ranzukommen und ihn dann eben mit einer Maschinenpistole zu rushen. Das kann eine ziemlich erfolgreiche Taktik sein, die einem ziemliche Genugtuung verschafft, weil sie es eben verlangt, den Gegner ein bisschen auszuspielen. Das ist halt was anderes als einen, den man zufällig gerade aus 100 Metern sieht, dann eben mit seinem Scharfschützengewehr 3 Schuss in die Seite zu geben, bevor er reagieren kann. Sondern es verlangt eben, dass ihr euch wirklich Gedanken macht, da ist der Gegner, hier bin ich, ich kann ihm von hier aus nicht viel Schaden zufügen. Wie komme ich schnell näher an ihn ran, ohne dass er mich treffen kann, sodass ich dann eben meine Vorteile ausspielen kann, nämlich die extrem gute Genauigkeit aus Bewegung und aus der Hüfte, die im Nahkampf einen entscheidenden Vorteil verschafft gegenüber Leuten, die auch sonst zum Beispiel schnellfeuernde Sturmgewehre und Karabiner haben. Mittlerweile benutze ich, wenn ich die Pionierklasse spiele, wirklich wann immer möglich Maschinenpistolen, eben weil man damit ordentlich Spaß haben kann, und greife eigentlich nur noch auf Scharfschützengewehre oder sowas zurück, wenn eben die Situation einfach ganz klar so ist, dass man nicht an die Gegner rankommt, manchmal in so verfahrenen Situationen im Rush-Modus oder so, wenn man irgendwo über offenes Gelände vorrücken muss und da halt wirklich keine Chance mit der Maschinenpistole hat. Aber nochmal das Fazit, die CZ3A1 ist eine der absolut brutalsten Nahkampfwaffen im Spiel. Sie hat unter den Maschinenpistolen sicherlich ziemlich starke Konkurrenz, aber ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, diese Waffen mal auszuprobieren und eine Menge Spaß mit ihr zu haben. Das war's dann aber auch schon wieder zur CZ3A1. In der nächsten Folge von 100 Kills werde ich mit der SKS das letzte Scharfschützengewehr in dieser Serie vorstellen. Dann haben wir die auch schon alle durch. Die Stats in diesem Video waren wie immer von simthic.com. Die Seite werde ich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Ansonsten hoffe ich, dass ihr in diesem Video was gelernt habt und dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, klickt den Gefällt mir-Button. Und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt Abonnieren. Jetzt ist tatsächlich noch ein bisschen Zeit übrig, bevor der Service da kommt. Das hatten wir ja schon länger nicht mehr. Also wünsche ich euch noch viel Spaß mit den letzten Kills auf dem Weg zum Service da mit der CZ3A1 Maschinenpistole. Bis zum nächsten Mal. Noch sind für Leute um. Warum spawnen dann immer Gegner von Leuten, die ich schieße? Hier brennt doch dieses komische Feuer. Was war denn das? Jetzt kommt es an unserer Flagge wieder. Nice.